Weizenrost. Sein Name klingt harmlos, doch der Schädling versetzt nicht nur die Landwirtschaft weltweit in Angst und Schrecken. Eigentlich galt er schon längst als besiegt, doch eine neue Sorte befällt riesige Felder und bedroht damit tatsächlich die Menschheit. Forschungsteams weltweit suchen händeringend nach Lösungen. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und jetzt also alle wichtigen Facts zum Pilz namens Weizenrost. Welche Gefahren gehen wirklich von dieser Pflanzenkrankheit aus und warum sind wir so machtlos? Das alles jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Eigentlich hatte die Pflanzenkrankheit Weizen-Schwarzrost keine Rolle mehr in Deutschland gespielt. Der Pilz gehört zu den Getreiderosten, eine Gruppe von Schadpilzen, die verschiedene Getreide befällt. Konkret steckt der Pilz Puccinia graminis dahinter, der tatsächlich im Nu einen gesunden Weizenbestand ruinieren kann. Früher gab es weltweit immer wieder Schwarzrostepidemien, die ganze Ernten vernichteten. Mit verheerenden Folgen, ihr könnt es euch vorstellen. Doch dann wurde in den 50er und 60er Jahren wurden neue Resistenzgene in den Weizen eingekreuzt und lange hatte man tatsächlich Ruhe, bis vor 20 Jahren. Denn dann wurde UG 99 entdeckt und zwar in Uganda, deswegen auch der Name UG für Uganda und 99 für das Jahr seiner Entdeckung. Konkret handelt es sich um eine Schwarzrostrasse, die wirklich angsteinflößend ist, denn er ist deutlich virulenter als alle anderen Schwarzroste, die man bis zu diesem Zeitpunkt kannte. Also er verbreitet sich schneller. Die meisten Resistenzen, die den Weizen seit Jahrzehnten geschützt hatten, waren ihm egal und seit 1999 hat er sich rasend schnell verbreitet über das östliche Afrika bis Ägypten in den Nahen Osten hinein und das innerhalb weniger Jahre. 2008 waren mehr als 80% aller Weizensorten anfällig für den Weizenrost. Mittlerweile gibt es einige Sorten, die resistent sind. Dennoch, Bauern weltweit sind alarmiert und es wäre nicht weniger als eine gigantische Katastrophe, wenn UG 99 in China oder Indien landen würde. Aber auch überall anders auf der Welt geht von dem Pilz eine große Gefahr aus, denn neben Mais und Reis gehört Weizen mit zu den wichtigsten Nahrungsmitteln. Mehr als 1 Milliarde Menschen ernähren sich davon. Nicht umsonst hat die Food and Agriculture Organization der Vereinten Nationen eine Meldung herausgegeben, in der sie die Bauern in Europa eindringlich warnt. Der Weizenbestand solle besonders intensiv geprüft werden und falls erste Anzeichen eines Schwarzrostbefalls auftreten, sofort Gegenmaßnahmen einleiten. Gemeint ist der intensive Einsatz von Fungiziden, also Pilzgiften. 2016 zerstörte der Erreger den Großteil der Weizenernte auf Sizilien. Seine Sporen sind wohl sicherlich mit dem Wind über Südeuropa verteilt worden. Krass daran, Strahlung stört die Pilzsporen nicht und so legen sie mit globalen Luftströmen oft hunderte Kilometer zurück und zwar bis an den Rand der Atmosphäre. Und so sind wir auch in Deutschland längst nicht mehr sicher und das, obwohl unser oft nasser und kühler Sommer eigentlich nichts für den Pilz ist. Aber das hat sich ja auch in den letzten Jahren geändert. 2013 tauchte er zunächst im Harz auf, später dann auch in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Ganze Weizenfelder befallen von schwarzen Pusteln. Was das bedeutet, ist klar, ein extremer Einsatz von Pilzgiften, verheerende Ernteeinbußen und je nachdem ein krasser Preisanstieg für Weizen auf dem Weltmarkt. Dies würde vor allem für diejenigen, die sich teuren Weizen nicht leisten können, eines bedeuten: Hunger. Doch warum kommen Forschungsteams mit heutigen Techniken kaum gegen den Pilz an? Zum einen dachte man bis 1999, dass die Krankheit besiegt sei. Damals gab es nur noch wenige Experten für den Schwarzrost. Mittlerweile haben weltweit unzählige Forschungsteams dem Pilz den Kampf angesagt. Eines der erklärten Ziele ist es beispielsweise, ein europaweites Frühwarnsystem zu installieren. Doch der Einsatz von Fungiziden ist keine Dauerlösung und so wird auch an einer Art Zuchtpipeline geforscht. So ist man in der Lage, immer neue Weizensorten zu produzieren, die resistent sind. Der zweite Grund, warum noch immer keine hundertprozentige Strategie gegen den Pilz erdacht wurde: Nicht alle Lebensstadien des Pilzes sind hinreichend erforscht. Was wir wissen, die Pilzrassen sind extrem vielfältig und umso anpassungsfähiger gegen alle möglichen Resistenzgene. So sind sie in der Lage, immer neue Weizensorten zu infizieren. UG 99 beispielsweise begann mit einer Rasse
Inzwischen ist sie zu einer ganzen Pilzfamilie ausgewachsen. Doch wie kann das passieren? Eine große, aber noch nicht vollständig geklärte Rolle spielt hierbei wohl die Berberitze. Die kennt man vielleicht als Hecke mit den leuchtend roten Beeren und sie ist wohl eine Art Zwischenwirt für den Schwarzrost. Denn Rostpilze sind wie viele Parasiten dazu in der Lage, sich auf zwei verschiedene Arten zu vermehren. Die einfachste Möglichkeit, die Pilzzellen teilen sich und produzieren so fast identische Klone. Genau das passiert im Weizen. Aber Rostpilze sind zudem in der Lage, sich sexuell fortzupflanzen. Der Sex zwischen Pilzen funktioniert wohl sehr wahrscheinlich über die Berberitze. Zwei Zellen verschmelzen, mischen das Erbgut und vermehren sich dann weiter. Dieses Lebensstadium des Pilzes wird oft außer Acht gelassen. Forschungsteams haben jedenfalls die starke Vermutung, dass die Berberitze ein Grund für die ungewöhnliche Vielfalt des deutschen Schwarzrostes sein könnte. Schon früh ahnte man das, schon in den 1920er Jahren wurden die Berberitzenbüsche massenhaft vernichtet. Doch immer noch unklar sind viele Fragen, die beim Kampf gegen den Schadpilz eine entscheidende Rolle spielen. Wie beeinflusst sie, die Berberitze, die Evolution neuer Pilzrassen? Wie vermehrt sich der Pilz auf ihr und welche Rolle spielt sie bei Epidemien? Erst wenn man dies weiß, könnte endlich eine Strategie gegen die Pflanzenkrankheit entwickelt werden, die auch uns Menschen im hohen Maße bedroht. Wenn ihr kein Video verpassen wollt zu diesem und zu anderen Themen und auch extra Videos und Livestreams nicht, dann werdet Mitglied hier auf dem Kanal und nehmt auch noch ein paar Privilegien mit. Außerdem unterstützt ihr uns mit einem kleinen Betrag. Einfach auf Mitglied werden klicken hier unter dem Video und einen riesen Dank an die, die schon dabei sind. Das macht uns etwas unabhängiger von den schwankenden Werbeeinnahmen hier auf YouTube. Wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann addet mich bei WhatsApp, dann umgeht ihr die etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal. Klick zum Social Media abonnieren, dafür hier klicken, aber nicht die Glocke vergessen. Und hier geht's weiter mit, dafür auch draufklicken. Gefährliche Mückenart in Deutschland. Bis dann. Bleibt dran.